und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bei uns in NRW haben schon die Sommerferien gestartet und das bedeutet für den Moviepark ganz viele Shows. Und Moviepark und Shows, das passt auch einfach sehr gut zusammen. Und was für Shows es alles gibt, das werden wir euch in diesem Video zeigen. Ich würde sagen, it's Showtime. Morgens um 10 Uhr geht das Showprogramm hier im Moviepark schon direkt los. Vorne am Brunnen gibt es die große Welcome-Show und da könnt ihr auch schon das erste Foto mit Sam ergattern. Seid früh genug da, weil die Moviepark-Studios öffnen erst 5 Minuten vorher und dann müssen alle Leute hinein. Ein bisschen suboptimal. Vielleicht sollte man da den Park einfach 10 bis 15 Minuten früher öffnen, damit auch jeder die Möglichkeit hat, die Eröffnungsshow zu sehen. Imascore eingesungen mit dem Moviepark-Team. Richtig, richtig cool. Also so eine eigene Komposition mit dem Moviepark-Team. Aber da soll es natürlich nicht bei einer Show bleiben. Wir werden natürlich noch mehrere Shows zeigen und die nächste lässt auch nicht lange auf sich warten. Hier auf den Straßen Hollywoods habt ihr die Möglichkeit, eure Fernsehcharaktere zu treffen. Zum Beispiel einmal SpongeBob mit Patrick oder zwei Hunde von Paw Patrol. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kenne keinen Paw Patrol, deswegen weiß ich nur, dass Sky da steht und wie der andere blaue Hund heißt. Keine Ahnung, vielleicht könnt ihr mir das mal unten in die Kommentare hinschreiben. Kann man sich ja das ein oder andere Andenkenfoto direkt schießen und mitnehmen als Erinnerung. Falls euch das ganze Showthema nicht so interessiert, überhaupt kein Problem. Unten in der Videobeschreibung findet ihr ein Video über alle Achterbahnen hier im Moviepark oder wie könnt ihr eigentlich alle Attraktionen fahren ohne Wartezeit. Schaut da gerne mal vorbei und wenn ihr euch noch mehr für Shows interessiert, würden wir uns freuen, wenn ihr dem Video ein Like gebt und den Kanal abonniert und jetzt geht's schon direkt zur nächsten Show. Um 11 Uhr findet hier Street Acts statt. Ja, das ist ein bisschen Street Entertainment hier, damit sich das alles ein bisschen auflockert und nicht ganz so leer anfühlt. Ich finde das immer ganz cool, wenn man noch nebenbei noch so Kleinigkeiten bietet. Und was es hier so gibt, das werden wir uns jetzt gleich auf jeden Fall hier vorne anschauen. Direkt bei der Happiness Station findet die Street Entertainment statt. Das langgezogene goldene Auto fährt vorbei, die Stars steigen aus, präsentieren ihren Tanz und dann düsen sie schon wieder weg. Bevor die Stunt Show Operation Red Carpet anfängt, kann man hier mit dem Stunt-Team noch ein paar Fotos machen. Wiederzubekommen.
Fahrräder, Autos, es explodiert, es knallt, es ist sehr, sehr viel, was passiert, sehr viel Witz, aber auch mit dabei und es wird auf jeden Fall schon sehr gut. Schlag auf Schlag, eine Show nach der nächsten. Wir stehen ja aktuell neben der New York Plaza Stage und da findet eine Tanz- und Gesangsshow statt. Und wie die aussieht, wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten und da kriegt ihr ein paar Eindrücke. Mama Mia, here I go again. My heart, I can never let you go. Angeschaut, Live-Gesang, Live-Tanz am Start, mit ganz vielen ABBA-Songs. Ich stehe jetzt hier gerade beim Santa Monica Pier. Es ist herrliches Wetter, es ist richtig warm. Da brauche ich auf jeden Fall mal eine Abkühlung. Und hier vorne, es sieht noch unspektakulär aus, findet auch eine Jetski-Show statt. Und wie die aussieht und ob man da wirklich so nass wird, ja, zeige ich euch. Zieht euch auf jeden Fall mal eine Regenjacke an. Könnte Spritzwassergefahr sein. Yeah! Herzlich willkommen am Santa Monica Pier! Könnt ihr mich alle hören? Das ist ja mal ein Aufschnitt. Oh, oh. Ihr habt es gerade gesehen, die Jetski-Show ist auf jeden Fall ein kleines Highlight. Die Show geht tatsächlich gar nicht so lang, nur ein paar Minuten, aber bei der Show werdet ihr ordentlich nass, besonders wenn ihr hier im vorderen Bereich steht. Also wenn ihr nicht nass werden wollt, am besten ein Stück zurück, aber bei warmen Temperaturen könnt ihr euch hier auf jeden Fall eine richtig krasse Abkühlung holen und eine nasse Abkühlung holen. Wir werden uns jetzt hier im Western-Bereich die Show Sherlock Holmes A Game of Mystery Chapter 2 anschauen. Ja, die befindet sich im Studio 7, eigentlich direkt gegenüber vom Highfall. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Magier-Show. Bitte begebt euch zu euren Sitzplätzen und schaltet eure Mobiltelefone aus. Foto- und Videoaufnahmen sind während der gesamten Show aus urheberrechtlichen Gründen leider nicht gestattet. Die Magier-Show ist vorbei. Leider ist das Filmen und Fotografieren verboten, deswegen können wir euch leider keine Eindrücke geben. Aber hier wird auf jeden Fall viel gezaubert. Es ist viel Magie mit dabei. Es geht wirklich Schlag auf Schlag. Die Frauen sind auf jeden Fall auch dabei. Die werden dann zum Beispiel einmal verschwunden oder werden zersägt oder werden einmal verdreht. Also es ist wirklich richtig cool, sehr sehenswert. Also wenn ihr noch hier seid, bis zum 20. August ist die noch und schaut sie euch auf jeden Fall an. Die Magier-Show war ja schon im letzten Jahr am Start, aber in diesem Jahr befinden sich auch einige neue Zauber- und magische Elemente in der Show, die es im letzten Jahr noch nicht gab. Die Show findet auch mehrfach am Tag statt, heute zum Beispiel zweimal. Aber da schaut am besten mal in der Moviepark-App vorbei, da findet ihr nochmal alle Showzeiten und welche Shows auch wirklich zweimal stattfinden. Weil zum Beispiel die Moviepark-Parade, die findet nur einmal statt und da gehen wir jetzt rein. Die Parade fängt jetzt gleich an. Wir sitzen jetzt hier schon im Schatten, haben uns noch eine kühle Erfrischung geholt und gleich geht es los.
Das war sie, die Moviepark-Parade. Einmal am Tag findet sie statt und sie startet aus dem Nickland, geht hier die Main Street hoch am Brunnen vorbei und dann verschwindet die Parade gemütlich bei Time Riders. Wir haben uns gerade die Parade angeschaut. Es sind kleine, feine Wagen mit dabei und einige Charaktere, die die Gäste so lieben, wie Paw Patrol, SpongeBob und auch Sam sind auf jeden Fall auch mit am Start. Aber im Nickland gibt es gleich noch eine große Party, habe ich gehört, und die müssen wir uns auf jeden Fall noch anschauen. Wir stehen jetzt hier im Nickland und hier findet die letzte Show heute statt, die auch mehrfach am Tag findet, die Nick Character Show, eine Mitmach-Show. Und da blenden wir euch auch gerne noch ein, zwei Bilder ein. Habt ihr auch Bock zu tanzen? Jawohl! Kurz zum Konzept. SpongeBob, Patrick und vielleicht sogar einige vom Team Nick werden ein paar Moves vormachen und ihr macht die danach, okay? Hey. Get up, come on, it's time to play. Hey, today's your day. Macht einfach mit. Sehr cool. Hinter uns war gerade Nick Character Show, da könnt ihr auch Patrick und SpongeBob sehen und mit denen zusammen tanzen. Das waren alle Shows aus dem Moviepark. Jetzt wollt ihr bestimmt wissen, was sind denn unsere Lieblingsshows und welche Shows solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Park bietet in den Ferien wirklich einiges an Showprogramm. Und welche Shows wir euch empfehlen können, ist auf jeden Fall einmal die Sun Show und die Magier Show. Die finden wir wirklich sehr, sehr cool. Was eure Lieblingsshow ist, schreibt sie gerne mal unten in die Kommentare, würde uns interessieren. Und das war's hier aus dem sonnigen Moviepark. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier auf YouTube. Bis dann, der Hedde. Tschüss!